Alex, schau, dass was passiert. Schnell rennen wir hin. Er schnauft nicht, Claudia. Bist du im Gästen von der Reifenkasse? Der ist einfach da drinnen. Ich denke schon. Nein, er schnauft nicht, da brauchen wir das Ruder bereits. Hat das gerade so Unruf gesagt? Ich weiß Gott, da ist Lindner. Da ist gerade am Marktplatz in St. Georg ein Herz zusammengefallen. Ja, wo ist denn das genau passiert? Das ist in St. Georg gegenüber von der Reifenkasse am Marktplatz. Und wie alt ist der Patient ungefähr? Ja, so um die 60 Jahre ungefähr. Ist irgendwer da, der erst Hilfeleist bekommt? Okay, meine Freundin, das wird um einen Defibrillator kaufen. Gut, ich schicke ihn erwähnt. Okay, danke, wiederhin. Wurde der Notruf veranlasst? Kleidung vom Brustkorb entfernen. Roten Handgriff ziehen, um Verpackung zu öffnen. Blaue Folie von Elektroden abziehen und Elektroden wie angegeben auf den entkleideten Brustkorb aufkleben. Patienten nicht berühren. Herzrhythmus wird ausgewertet. Bereit. Schock wird vorbereitet. Zurücktreten. Blinkende Taste drücken. Schock abgegeben. Patienten nicht berühren. Herzrhythmus wird ausgewertet. Bereit. Schock wird vorbereitet. Zurücktreten. Blinkende Taste drücken. Schock abgegeben. Patienten nicht berühren. Herzrhythmus wird ausgewertet. Bereit. Schock wird vorbereitet. Zurücktreten. Blinkende Taste drücken. Schock abgegeben.
nach Lebenszeichen suchen. Jetzt atme da wieder. Leitstelle Bergfest 41, Lagemeldung. Circa 60-jähriger männlicher Patient. Zustand nach Reanimation, Atmung und Kreislauf stabil. Ja, danke, verstanden. Frau Högerer, Sie sind Lehrbeauftragte an der Rotkreuz-Ortsstelle St. Jürgen an der Gusen. Warum wird Ihrer Meinung nach jetzt flächendeckend in ganz Oberösterreich nahezu in jeder Gemeinde ein Defibrillator installiert? Ja, 80% aller Todesfälle in Österreich sind Folge eines Herz-Kreislauf-Stillstandes. So wird zum Beispiel im Bezirk Berg der Notarzt circa ein- bis zweimal pro Woche zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand gerufen. Für eine erfolgreiche Wiederbelebung ist es wichtig, dass innerhalb der ersten 3 Minuten mit einer Herzdruckmassage und mit der Beatmung begonnen wird. Und innerhalb der nächsten 5 bis 6 Minuten sollte dann ein Defi eingesetzt werden. Warum ist es Ihrer Meinung jetzt aber so wichtig, dass möglichst jeder Gemeindebürger den Umgang mit dem Defibrillator möglichst gut beherrscht? Wenn man bedenkt, dass der Notarzt, der im Berg stationiert ist, bis hierher nach St. Georgen oder nach Luftenberg mindestens 10 Minuten braucht, so wird die Bedeutung rasch klar, dass es sehr wichtig ist, dass Laien mit dem Defi Leben retten können. Wenn wir von unserem Standort St. Georgen an der Gusen bzw. Luftenberg ausgehen, wo finde ich hier als Ersthelfer einen Laiendefibrillator? Ja, wir sind hier im Gebiet schon recht gut mit Defibrillatoren ausgestattet. So gibt es in St. Georgen einen Defibrillator auf der Raiffeisenbank, ebenso in Katzdorf. In der Gemeinde Luftenberg gibt es einen am Gemeindeamt und in Mauthausen ist einer im Freibad. Es ist einfach unser Ziel, dass in ganz Oberösterreich flächendeckend diese Defis installiert werden, die auch rund um die Uhr zugänglich sein sollen.